Was, ja. Keine Ahnung. Ich bin der Matthias, das ist der Clemens. Gespielte Witz. Ja. Warum hockt man eigentlich da? Beliebt mir wissen wir immer. Die zwar. Ihr wisst, wer ihr seid. Ja, das wissen wir. Wir sind in aller Munde immer. Jeder weiß immer was von uns, aber kann man was. Was die eigentlich rein. Kann er was gewesen? Ja, die wissen, dass wir irgendwas machen, aber was wir machen, was kann man. Weil wir immer irgendwelche Projekte haben. Und ja, ist immer skurril halt. Jedes Mal. Das ist jetzt ein schöner Einstieg, einmal ein ganz anderer, als ich ihn sonst normalerweise habe. Wir blödeln jetzt hier ein bisschen rum, weil selten habe ich ein Zwillingspaar vor mir. Den Clemens und den Matthias Wolf. Matthias. Clemens, das ist schon habe ich verkehrt rum. Ja, Gelb ist Clemens und Weiß ist Matthias. Kennt, haben wir jetzt extra gemacht für die Aufnahme. Nein, also wenn man uns kennt, ist es kein Problem mehr. Nein, im ersten Moment. Ja, und ich kenne euch meistens in Kostüm. Also eigentlich schaut ihr für mich immer gleich aus. Und wenn ihr euch dann mal so entkostümiert habt, dann tue ich mir dann so schwer. Ja, und so ein Kostüm haben sogar die Mädels dann. Ja. Die sind ja immer total identisch, immer zu zweit sie sind. Da haben wir nie Unterschiede gemacht oder Zeichen, denken das oder das, sondern total gleich. Und dann war es natürlich total schwer. War für uns auch schwierig auf alte Bilder, wer war das damals? Ja, warst du oder ich? Wissen wir das auch nicht mehr. Ja. Warst du rechts gestanden, war ich links gestanden? Keine Ahnung. Ja, ist ja so. Das siehst du halt nicht mehr dann. Ja. Ist das so ein Spaß, aus einem Spaß entstanden oder dass ihr das so zelebriert, so dieses bewusste immer. Verwechselt werden wollen? Ja, schon immer drum, immer gleich anziehen, das war immer wichtig, weil dann haben sie schon mal Schwierigkeiten. Ne? Und dann da mal schon die Leute ein wenig veräppeln. Sei es Lehrer, mal andersrum guckt und so, ne? Und dann immer Kicher. Ja, das hat sie halt so bis heute so weitergeführt. Machen wir heute auch noch. Machen wir heute auch noch. Ja. Wir lachen einmal, wenn sie uns dann verdrehen. Jetzt Namen her. Im letzten Urlaub waren wir wieder in der U-Bahn, schon im Underground in London, wenn wir gefahren sind, da haben wir schon immer geschaut. Doppelt und so. Aha, Twins. Das ist immer noch, immer, selbst wir schauen, wenn wir Zwillinge sehen, da schauen wir auch drauf. Ja. Wir sind schon ein wenig so auf Zwillinge fixiert. Wir waren auf die Ratiofarbentreffen, waren wir, die eine Zeit lang immer gegeben hat. Ach, toll. Es ist wie eine große Familie. Es gibt in Deutschland schon allein ca. 1 Million Zwillingspaare. Und das Schöne dabei, 2/3 davon sind Mädels. Die Männer sind da eher in der Unterzahl. Ah, okay. Hurra! Ja. Also, dass es die nicht gibt oder dass sie nicht so in auftreten gemeinsam? Es gibt mehr, über grundsätzlich mehr Mädchen, also Zwillinge als Mädchen. Als Männer, wenn man so sieht. Ja, das haben wir braucht man bloß aufpassen. Meistens sind es Mädchen, so Zwillinge, wenn man sieht, so kleine Kinder oder so. Ist ja so. Wir waren bei den Ratiofarben Zwillingstreffen, da waren Professoren, haben da Vorträge gehalten, die haben sich das erklärt. Das ist auch ein Humbug von wegen, Zwillinge können keine Zwillinge kriegen, das stimmt nicht. Also, das ist genauso möglich. Da waren jede Generation war da ein Zwillingspaar, solche Familien hat es da gegeben. War interessant. Ja, und das für uns war schon immer was Besonderes. Wir haben halt der Vorteil, immer schon gleich zu zweit zu sein. Das war ein Leben lang, hat sich das durchgezogen. Wir haben das ausgenutzt da. Und ihr genießt es heute noch? Immer, also, ja. Dass man das, als Kinder kennt man das, das ist ja der Klassiker immer, dass man in der Schule dann die Lehrer da ein bisschen fretzt, aber dass ihr das so durchzieht und auch vom Hobby und her? Jetzt wird es, ja, vom Hobby dasselbe immer noch. Und Leute, die jetzt uns fragen, macht er immer noch die Masken, sagen die manchmal, oder Kostüme, und wir sagen, ja, dann gibt es immer große Arme. Und jetzt, wenn die Leute uns rumlaufen sehen, ältere Zwillinge, die immer noch zusammen sind, werden immer seltener. Mhm. Also ist es dann schon wieder hingucker, zwei gleichen. Darum behalten wir das also und passt. Ja. Also wenn ihr nicht gerade arbeiten geht, dann seid ihr hier wirklich immer gemeinsam immer unterwegs. Ja, ziemlich. Und ja, es hat ja sogar Zeit gegeben, wo wir gemeinsam in der Arbeit waren, schreinermäßig und so, da verwechseln wir die Kunden heute noch. Ja. Selbst das hat es gegeben. Gemeinsam in der Arbeit 5 Jahre lang, wo ich bei ihm eine Schreinerlehre gemacht habe. Er ist ein Schreinermeister eben. Da wollte man mal schreinermäßig was aufziehen und so. Habe ich bei ihm eine Lehre gemacht und als Gesell dann gearbeitet und so. Dann hat er den Weg wieder weggeführt. Aber ja, das war schon lustig dann. Die fränkischen Wölfe aus Nürnberg, aber jetzt seid ihr ja nicht, das Besondere bei euch ist ja nicht nur, dass ihr Zwillinge seid und gemeinsam auftritt. Das Besondere oder eine weitere Besonderheit ist ja das, was ihr macht. Ja. Es hat mich, als ich es das erste Mal gesehen habe, wirklich vom Hocker kauen, weil das hatte ich überhaupt noch nicht vorher gesehen. Ich habe es auch, obwohl ich auch in Nürnberg lebe, nie mitgekriegt vorher. Hm.
das war ich kann es gar nicht erklären. Erklärt es doch mal selber, was ihr macht. Das ist so gigantisch. Die Basis immer wieder vom Fasching her und dann die Kostüme speziell. Und dann, wenn dann Kostüme, die dann nicht an jeder Ecke stehen. Immer spezielle herausbringen, wo man sagt, das ist eine Anforderung für uns, das wollen wir machen. Weil da wissen wir dann, da gibt es nur zwei davon. Das war unser Anspann und das hat sie bis heute und dann weiter. Ja, und dann natürlich, dass es klar nicht zum Kaufen gibt oder so. Und dann war es natürlich auch die Qualität. Also wir wollten vernünftige Kostüme. Es ist jetzt immer so, jeder, den sagt wahrscheinlich, ach, ich hätte auch gern so ein schönes Kostüm. Das haben wir uns damals auch gedacht. Wir haben auch mit total Billigteile über Wochenende schon nicht zusammengeschustert, haben wir angefangen. Ne, und das war aber dann so der Vorläufer, dass wir dann erste Kostüm war auch. Zeitraum von über 4 Jahren, wo wir das dann zusammengebaut haben, also römische Legionäre. Und wie wir das erste Mal getragen haben, einen alten Klassiker im deutschen Hof, eben im Jumbo-Jumbo-Ball, ab da ging es ab, weil wir waren da der Mittelpunkt ungewollt, war nicht geplant, aber es hat so eingeschlagen. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl für jeden, wenn wir im Mittelpunkt stehen und dann da kommen die Leute her und toll und hin und her. Das war das. Und dann ab da, jedes Jahr, am Anfang war es jedes Jahr ein neues. Ne, und jetzt mittlerweile, die Generationen haben gewechselt, die Alten von früher, wir sind eigentlich so übrig geblieben im Nürnberger Fasching, da kommen wir jetzt schon, wenn dann die Kinder von denen, wo wir kennen, Mensch, unsere Eltern haben uns erzählt und euch gibt es immer noch, es ist nicht mehr so wie früher, jetzt ist mehr Spaß und Trinken und Spaß haben immer so, aber die Kostümqualität, wie Kostümprämierungen gibt es nicht mehr. Früher haben wir die Elektrogeräte, Fernseher haben wir heimgeschleppt, Reisen gewonnen, haben wir dann verschenkt. Das war nur so ein kleiner Anfang für verschiedene Gruppen und da war so ein kleiner Kampf zwischen den einzelnen Gruppierungen, wer macht den ersten Platz und so. Und das ging über viele Jahre so und jetzt sind wir eigentlich mehr so exotisch. Die meinen dann immer, wir sind Angestellte von der Veranstaltung oder so und stehen da so rum, obwohl wir halt normale Gäste sind. Wir stecken halt einfach mehr Zeit, Geld in unsere Kostüme, weil wir was Vernünftiges haben wollen. Und das hat dann zu dem Ganzen, was wir da treiben, führt. Einfach die Qualität sehen die Leute und das wollten sie dann als Eyecatcher auf Veranstaltungen haben. Ne? Und dann geht es weiter, dass wir dann gebucht werden. Dann haben wir Gewerbe nach einer Zeit angemeldet, weil es dann natürlich eine Rechnung braucht. Das geht eins ins andere, das ist so ein Lauf. Wobei ich immer sage, wir waren nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil es gibt viel, viel mehr Gruppierungen oder so, wo ich sage, qualitativ okay oder so, aber vielleicht auch vom Finanziellen her immer machbar, aber weit entfernt von uns, sei mal. Ja, weil es halt oft immer bezahlbar sein muss. Es ist immer der finanzielle Aspekt. Es muss billig sein, günstig sein und so. Und das haben wir nie beachtet. Uns war es wichtig, die Qualität. Egal, was es kostet. Solange es natürlich immer machbar ist. Aber das war immer, was uns schon von der Materialauswahl her unterschieden hat von den anderen. Wolf Brothers, die andere Gruppierung, wir stellen uns zu denen. Das war, und dann war schon, also wir können mit ruhigem Gewissen sagen, wo wir waren, von der Qualität her, von den Kostümen oder wie exotisch das waren und so. Und speziell waren wir immer unerreicht. Wenn wir auftauchen, kacken die anderen ab, ganz böse gesagt, ja. Aber ist natürlich klar mit dem Aufwand. Ne? Ich brauche mir keinen Käfer, brauche ich hier einen Lamborghini antreten. Genau, selbe in grün. Wir haben es halt zu unserem Hobby gemacht, oder unser Hobby war, dass wir Kostüme bauen. Und dann durch die Fertigkeiten, wir sind halt Bastler, sage ich jetzt einmal. Ne? Ich habe mir ja den Metallbranche, bin ja noch Maschinenbautechniker. Und mit der Holzkrieg, da kann man viel umsetzen, Kunststoffe. Und da haben wir bei Learning, bei Düngung, bei über 20 Jahren, es geht jetzt schon bald auf die 30 zu, haben wir uns so viel angeeignet und dann kann man halt auch viel umsetzen. Und damit helfen wir natürlich den anderen Gruppierungen, wie Star Wars Fans Nürnberg, sind wir Ehrenmitglieder, die kommen immer wieder mit Spezialsachen zu uns. Und das ist so unser Ruf, geht nicht, gibt es nicht. Und wenn es nicht weitergeht, kommen wir zu uns und wir machen es dann. Das ist ja jetzt nicht nur in dem Bastelbereich, sag jetzt mal Kostümle bauen. Wir stellen oder könnten selbst Firmen bloßstellen. Ich könnte jetzt da viele Geschichten erzählen. Firmen mit riesen Internetauftritten. Jetzt geht's mal um euch erstmal. Ja, drum. Aber das war unser Ansporn. Und wir spielen halt oft Feuerwehr und ja, wir geben uns auch nicht die Blöße, wenn wir was hergeben, die Qualität muss passen. So ungefähr, das taucht nichts, was die machen, das gibt es bei uns nicht. Jetzt wolltet ihr das, oder ihr macht das eigentlich hobbymäßig, ist es euer Hobby, euer Spaß? War es mal der Plan, das zum Beruf zu machen, oder war das eigentlich nie eine Frage? Man hat einmal darüber nachgedacht, also warum macht er nicht nur noch das oder so, aber das haben wir uns immer Freiheiten, den Druck dann, wir kennen ja das selbst und ständig, so ist es dann. Wir haben ja so einmal anständige Handwerkerberufe oder so, das war immer die Sicherheit, weil der dem, was man so hat, es war ja immer kostspielig, da hat man seinen finanziellen sicheren Background und es
hobbymäßig jetzt, aber die Kostüme und so, wir waren ja auf vielen Veranstaltungen, wo natürlich viele das zu ihrem Beruf gemacht haben. Und wenn man sich dann mit denen unterhält, wie sie dann jammern und schimpfen, oh, ich habe den Auftritt machen müssen, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, aber ich muss ja mal Miete zahlen. Das haben wir nie gehabt, den Druck. Wir haben es uns ausgesucht, was wir machen wollen. Haben wir Lust drauf, Gage, gut, war zweitrangig, freilich. Kann man dann machen, aber dafür haben wir halt dann normale Arbeit und dann fängt es an und andere machen halt nur das. Es gibt immer mehrere Seiten, wir haben uns für die entschieden und auch nie bereut. Ja. Das war immer die Freiheit, haben wir uns immer genommen. Wir haben da nie abnicken müssen oder an zu Kreuze kriechen. Nee, das ist nicht unser Ding. Wir haben uns immer die Freiheit beibehalten, wir entscheiden. Das ist das. Wenn wir machen, entscheiden wir und kein anderer. Ja. Die Kostüme, ich habe jetzt schon ein paar sehen dürfen von euch, sind ja ganz spezielle. Könnt ihr es mal erklären, was für Figuren ihr da darstellt? Ja, sobald, wenn ich vorhin vor die Star Wars Fans Nürnberg gesprochen habe, ist ja klar, sagt er, der Name ist ja Star Wars. Alles, was in Star Wars vorkommt, ist dann für die Thema und so. Wir sind aber insgesamt Film, auf jeden Fall mal in der Art, ob es jetzt Horror ist. Also wir sind eigentlich mehr horrorlastig oder im Fantasy, wie Herr der Ringe ist ein großes Thema bei uns. Jetzt sind wir gerade dabei, für Star Trek was zu bauen, ne, aus der Klassik. Serie etc. Also wir machen eigentlich alles, was uns gefällt. Damals vor Roland Emmerich Stargate, wie wir gesehen haben, da den Horus und die Ra-Kostüme. Das, was uns gefallen hat, war toll, haben wir dann versucht umzusetzen. Hat manchmal war ja dauert. Oder Robocop zum Beispiel ist ja ein eigenes Thema. Dann Fantasy-Kostüme, ich habe es ja schon gesagt, die Horrorszene oder so mit Zenobiten etc. Eigentlich alles, was uns gefällt und dann auch wieder, was andere nicht haben, war noch nicht da, haben wir am Fasching nicht gesehen, machen wir mal. So sind wir hin und da ist halt dann ein Kostüm von, das war weit über 90 Kostümen zusammenkommen, weil es dann natürlich auch Gruppierungen waren wie Herr der Ringe, die neuen Ringgeister. Wir haben dann keine zwei gemacht, wir müssten natürlich neun machen und haben uns dann viele Freunde gesucht, die dann in der Truppe mit eingestiegen sind und so kommt es dann zu Auftritten mit den Kostümen, weil es kein anderer damals gehabt hat. Wir waren immer früh dran, haben das umgesetzt und haben halt dann bayerischen in München und im Bayerischen Museum etc. dann Auftritte gemacht für Firmen, die dann die Spiele zu dem Thema vorgestellt haben. Da gibt es viele Geschichten. Das war das immer. Lagert ihr die Sachen oder stellt ihr die aus? Das ist so der kleine Fluch mit dem Lagern. Je mehr Zeug das man hat, desto mehr Platz braucht es. Und mittlerweile haben wir mehrere Lager und sind aber froh, dass die Türen nach außen aufgehen. Also die sind randvoll. Ja, das ist so der Fluch. Und das ist immer so der Zwiespalt. Wir müssten eigentlich mehr machen, um Geld zu verdienen, um die Kosten reinzubringen. Und das ist immer so der Zwiespalt, wenn ich mit einem normalen Beruf, es fehlt die Zeit auch und so. Und das dann wieder mit der Freiheit, ich will nicht, wenn ich keine Lust habe oder mache jetzt ein anderes Projekt oder so. Haben wir uns freigehalten, müssen wir es halt dann privat finanzieren. Das ist halt wieder der andere Weg, wenn dann Auftritte oder Engagements kommen, müssen wir natürlich das dementsprechende müssen wir verlangen, weil halt einfach die Kosten da sind. Geht dann oft wieder nicht, weil es soll ja immer gut und günstig sein und können wir aber auch wieder nicht. Und darum ist immer das entscheidende Spaß. Wollen wir das machen, dann schauen wir nicht aufs Geld oder so, weil wir einfach Lust drauf haben, bringt uns auf eine Art weiter, sei es jetzt mit den Verbindungen, wenn man bestimmte Leute trifft oder so, oder ja, lassen wir es halt dann einfach sein. Das, wo tretet ihr denn auf überall mit euren Kostümen? Eben, das ist das überall. Also der Fasching lässt immer mehr nach, muss ich sagen. Es gibt immer so viele Veranstaltungen wie früher oder so. Das war eigentlich immer der Hauptgrund, da war dann das neueste Kostüm immer fertig, in der Faschingszeit. Eben, das war dann für uns in Nürnberg, hier war das immer im Januar, der Jumbo war der Start und dann sind wir auf die entsprechenden Bälle gegangen sind. Das hat dann angefangen, dass wir dann auf Bauchtanzshows waren. Dann waren es ja auch schon größere Conventions für Filmfans, Star Wars Convention und überhaupt Science-Fiction Convention wie die FedCon oder so. Da haben wir dann ein paar Jahre lang die Opener gemacht. Auf der RingCon haben wir mit unseren Kostümen so ein kleiner Opener gemacht. Deutschland, in Österreich waren wir auch und so. Und dann muss man aber sagen, wir haben es nicht weitergetrieben. Oder es war das, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da ist nie einer gekommen, Mensch, da und denkst. Viele haben gesagt, geht halt nach Amerika, aber da gibt es genauso viele, die Kostüme machen. Comic-Con ist ein Thema, brauchen wir uns ins Netz mittlerweile schauen. Es gibt so viele. Es baut sich ja auch jetzt auf mit dem ganzen Manga-Zeug und so, Kostüme bauen. Es gibt ja jetzt schon im Internet Anleitungen, wie ich Kostüme baue und so. Das baust du immer mehr auf. Ist ja okay oder so und die Spezialsachen machen wir. Oder es kommen ja viele zu uns und wir bauen für die Sachen. Ist ja auch kein Thema. Ne? Oder so. Aber es hat sich schon mehr, weil es auch mal in Deutschland weit so
hat genügt von dem her. Und dann war immer das Problem, um das zu bauen, braucht man Zeit. Da kann man nicht große andere Sachen machen, so, weil wir immer irgendein Projekt haben. Und das verfolgt uns halt. Wir schieben ja Welle an Arbeit vor uns her. Und jetzt, wenn man dann Privatsachen macht, wie zum Beispiel unser Haus renovieren, das dann auch noch. Das sind ja halt viele Baustellen, die müssen erst einmal bewältigt werden. Und darum haben wir das, ja, waren wir oft eingeschränkt von der Zeit her, was einfach nicht mehr gegangen ist. Irgendwann ist einmal Schluss. Jetzt sind wir ja zusammengekommen durch das F-Expo-Projekt mit dem Nick Maley. Da habe ich euch das erste Mal gesehen und natürlich nicht erkannt. Und hätte ich euch auch gar nicht unterscheiden können, weil ihr als seine Wächter unterwegs wart. Ja, genau. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Es war ja brüllend heiß zu dem Zeitpunkt, glaube ich sogar, oder? Einmal hat es geregnet, einmal war es ziemlich heiß. Nichtsdestotrotz, ihr hattet ein Wahnsinnskostüm an und seid durch die gesamte Altstadt bis zum Burgberg auf mit uns marschiert. Ja, das macht ja auch eure Kostüme aus, dass die tragbar sind. Ja, das ist eigentlich die Erfahrung. Ist ja klar, wenn ich ein schönes Kostüm habe, ich will ja mich bewegen können. Das sind die Erfahrungen im Laufe der Jahre, wo das kein Thema ist, weil man weiß, da und da hakt es und dann baut man halt die Kostüme dementsprechend. Und das ist dann auch wieder so was Spezielles von uns. Wenn wir Kostüme tragen, hast du es nicht erkannt, hast du nicht gewusst, wer drin ist, genau das, weil wir stehen da nicht rum, trinken eine Cola oder so und essen ein Brötler, wenn die Leute um uns rumstehen oder während ein Auftritt, da ist ja die ganze Illusion, weil ich gerade mit den Kindern oder so, wenn die da sind, da ist ja ein normaler Mann drunter oder so hin und her, das gibt es bei uns nicht. Wenn wir auftreten, wir verstecken uns dann in einem Bereich, wo uns die Leute nicht sehen und nur kostümiert vor der Menge. Versuchen wir so weit aufzuhalten. Das ist genau der Unterschied, wo ich sage, so würde ich machen. Muss jeder selber entscheiden, ist natürlich anstrengend, aber wir haben Gott sei Dank, oder sind wir so robust, dass wir das auch können. Ne, vom Schwitzen her und das Ganze, ja, sind wir halt so gebaut, Gott sei Dank. Ne, ist schon anstrengend in der Hitze und so das alles, aber das war für uns auch immer wichtig, ja, das nicht zeigen. Wir wollen da keine Schwäche zeigen. Wir laufen uns manchmal meinetwegen auch blutig, aber das muss passt haben. Nicht irgendwie Schwäche zeigen und hinhocken mit einem Kostüm, das macht alles kaputt. Ja, ja. Das gibt es nicht bei uns. Da stehen wir halt 2 Stunden länger, aber es muss passen. Alles andere, das ist für uns wichtig. In wollen wir nicht. Aktion. Ja, genau. Wenn wir rumgelaufen sind, wollen wir dann immer im Kostüm oder so. Und wenn haben wir es, wo uns keiner sieht oder so, wo wir wenige sehen, dann da mal kurz ausruhen oder was trinken, das muss ja auch sein. Aber darauf achten wir. Oder halt dann stundenlang am Eingang rumstehen. Ich stehe nicht dann am Eingang rum und tue die Maske und der trinke was, dann gehe ich weg. Ja, so, genau. Das war in all den Jahrzehnten, kann man schon sagen, ist das die Prämisse, das sind die Unterschiede. Und das haben wir ja selbst bei den Profis, das hat es ja bewiesen. Wenn wir sind mit unseren Kostümen 6-8 Stunden sind wir rumgelaufen und die sagen, oh, alles über 4 Stunden artet ja in Arbeit aus, da haben die ihre Beusler gemacht oder sind gegangen. Ja, wenn es die so machen können, wir haben es nicht gemacht. Ist ja Einstellungssache. Das ist ja klar, aber nee, das ist Einstellungssache und genau da sind wir wieder bei der Qualität. Zurückzukommen auf die F-Expo und den Nick Maley. Da haben wir uns über F-Expo kennengelernt. Als ich euch das erste Mal gesehen habe, ja gar nicht erkannt, hatten wir schon gesprochen. Was bedeutet F-Expo für euch und wie seid ihr da drauf gekommen? Da drauf gekommen sind wir eben durch den Nürnberger Star Wars Club, da hat er sich vorgestellt. Die haben da Unterstützung gesucht. Wir sind Ehrenmitglieder und da ist klar, dass wir da uns mit engagieren in der ganzen Geschichte. Hat auch dann geklappt, der Nick war überzeugt von dem, was wir machen, wie wir es machen. Und dann war das auch für uns so eine gute Geschichte, dass endlich mal, sagen wir mal, ein Profi und vor allem nach Süden von Deutschland was kommt, weil es spielt ja alles oben in Norden ab. Und dann gesagt, machen wir mal hier was oder wenn die Chance ist für unser Heimspiel, das macht es leichter und nicht immer da hunderte von Kilometern fahren, bis irgendwas ist. Ne? München ist auch außen vor, also Nürnberg steigen, da sind wir sofort dabei. Und dann haben wir natürlich unser Team, die wir kannt haben, wie Schwerthelm Ziel. Freund, den haben wir mit ins Boot geholt, der hat Interesse gehabt. Dadurch haben wir auch die Susanne Spitz kennengelernt. Die Schneidermeisterin hat uns auch wieder was gebracht, von dem her, also das Netzwerk, wir sind jetzt alle im Technikteam. Wunderbares Arbeiten, alle absolut zuverlässig, Spezialisten, weil die alles in der Art, so wie es wir umsetzen möchten, genauso machen. Speziale, nicht so Pillepalle günstig, sondern es muss einfach funzen. Einsatz, ohne zu fragen, das kostet so und so viel, sondern die machen. Und das war genau das unsere Linie und da klappt das wunderbar und darum sind wir dabei, das ist jetzt schon mehrere Jahre und ja, man sieht ja jetzt, wohin das geführt hat, hat sich schon was getan, ist natürlich schwierig, ist exotisch, also das haben wir von Anfang an gewusst, ne, aber das ist wie immer schon, das Finanzielle spielt keine Rolle, wir haben Wochen vor Urlaub rein investiert und so, Material und unterstützt, ist okay, geht weiter, jetzt schauen wir mal.
Und was sagt er zu der Ausstellung jetzt, wie sie dasteht? Habt ihr das so erwartet? Ich bin sehr überrascht über die Qualität von den Hologrammen, sei jetzt mal das. Ich bin ja an der Technischen Universität oder so, man hat es ja schon teilweise gesehen, ich war ein wenig skeptisch, aber muss echt sagen, eine tolle Geschichte. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, wie man noch weitermachen sollte. Ist eine tolle Geschichte, man kann es noch verbessern, das sind ja Prototypen, ausbaufähig. Wir haben jetzt da nicht groß mitgewirkt oder so, im kleinen Rahmen bloß, aus Zeitgründen, aber da kann man was daraus machen. Also mich persönlich, wenn da nicht, hat man ja, gerade jetzt, wo es da war, also in den nächsten Jahren wird er in aller Munde ist durch die neuen Filme, die da kommen werden, würde ich in einem Museum meinetwegen mit technischer Ausrichtung da so Hologramme darzustellen und dann noch die Bauart von vor über 30 Jahren, also Filmmechanik und Technik mit drinnen in dem Jahr oder sowas in einer kleinen Ecke da auszustellen, das wäre, wenn ich was zu sagen hätte, ein Muss, weil da könnte ich mir schon die Gruppe von Museumsbesuchern sichern, weil die schauen sich das an, weil es interessant ist und neu, das ist das Neueste mit dem Alten verknüpft, top. Und wenn das natürlich irgendwie klappen würde, das ist genau das, warum wir das von Anfang an unterstützt haben, das wäre das Ende von der Arbeit, das Ziel erreicht. So, tolle Geschichte. Wäre es wirklich das Ende von der Arbeit oder wird es dann erst angehen? Ja, ja, das Ende von der Arbeit, wo wir dabei sind, weil man wird garantiert, werden dann viele aufspringen wollen und da ein Stück vom Kuchen abholen, wenn es einen gibt oder so, da klinken wir uns aus dann wahrscheinlich, das können ja dann andere machen. Ja, muss dazu sagen, dass ja das gesamte Team hier ehrenamtlich mitgearbeitet hat. Das klang ja jetzt auch immer wieder durch. Ich wollte es jetzt bloß noch einmal dann ausgesprochen haben, dass es klar ist. Und das ist schon erstaunlich für das, was gemacht worden ist, was dahinter steckte. Ja. Das war ja jetzt nicht einfach bloß mal so ein bisschen Hilfe, sondern ja, da steckte ja richtig harte Arbeit dahinter. Ja, harte Arbeit, viele Gruppierungen und natürlich letzten Endes immer wieder finanzieller Aufwand, weil von nichts kommt nichts. Irgendwas auf die Beine zu stellen und wenn ich mich bloß von A nach B bewege, habe ich die Transportkosten oder die Fahrtkosten etc. Also nur so geht es gerade bei solchen Projekten. Am Anfang oder so muss man zusammenhelfen, da kann ich nicht aufs Geld schauen, weil dann ist es zum Scheitern verurteilt. War es ja auch knapp, ist ja vollkommen klar, weil ja genug immer nur aufs Geld schauen, der Profit hin und her, kann ich nicht machen. So ein exotisches Thema kann ich nur mit Liebe oder mit Spaß angehen. Ne? Weil ich kenne auch kein Museum, das sich selber trägt, wird alle unterstützt oder so. Und genau so ein Projekt ist es. Und entweder ich finde die richtigen Leute, das war das Schwierige, die Leute zu finden, die das unterstützen, ohne dass sie sagen, was springt für mich raus. Bei uns war es, ich habe es ja vorhin erwähnt, mit ein paar Wochen Urlaub und dann die finanzielle Leistung, nur so geht's. Was sonst, wie will man sowas organisieren? Ne? Das war auch unsere Prämisse und wir haben die richtigen Leute gefunden und haben das auf die Beine gestellt. Natürlich auch mit Spenden, das gehört mit dazu. Aber eben, das war die Arbeit dann auch vom ganzen Team, die Leute zu finden, die sagen, ja, gefällt mir, mache ich mit. Das war über die Jahre die ganze Zeit und hat gefruchtet, weil jetzt steht er ja da. Das war ja das Ziel, der Yoda nach der alten Art, von dem alten Meister gebaut. Davon haben die gesprochen und so ist es und jetzt. Die Hologramme. Und die Hologramme. Dass man die mal testen und sieht, wie schaut es überhaupt aus, weil für viele ist Hologramm, was ist das überhaupt? Und jetzt ist was da, die Leute können gucken, schauen und so soll halt dann das Original arbeiten. Ja, und verbessern kann man es immer, ja, das sind ja Prototypen. Ja. Ne? Ja, aber jetzt ist was da, das kann man, sagen wir mal, den Kunden oder denen zeigen, wo sie mal stehen soll, sagen, Leute, so schaut es aus. Und wenn das jetzt nicht fruchtet, gut, wird es ein Exot bleiben, dann muss man es anders irgendwie weiter treiben oder so. Wie ging es euch in der Zusammenarbeit mit Nick? Ja, bis auf das war ja mal mit der sprachlichen Geschichte oder so, ist ja klar, man kann sich nie so artikulieren wie in seiner Muttersprache, aber es hat immer wunderbar geklappt. Und was mich immer gewundert hat, er ist ja doch ein älterer Mann, mit der Energie und Dynamik immer freundlich, also der war ja manchmal wirklich körperlich auch am Ende, aber nie ein böses Wort, da ziehe ich den Hut davor. Was der Mann, die Freundlichkeit in Person, was der, also das war toll, war immer ein extrem angenehmes Zusammenarbeiten mit ihm. So, weil wenn wir direkt mit ihm zu tun kamen, es ging ja immer über mehrere Stellen, wir haben halt einfach gemacht, was er benötigt hat, also hin und her, hat immer wunderbar geklappt und ich glaube, er weiß ganz genau auch, was er an dem Team hat. Wunderbar. Und was hat es für euch persönlich
gebracht? Also was zieht ihr für euch raus aus dieser ganzen Arbeit? Ja, für uns raus ist es was hauptsächlich die Zusammenarbeit im Technikteam, wie die Susanne Spitz, die konnte man ja vorher nicht. Die hat auch gleich ein Kostüm dazu mit uns ausgearbeitet. Das schon, wir haben mehrere Aufträge mit ihr gemacht, mitgewirkt. Das ist das, wieder unser Netzwerk erweitert mit speziellen Leuten. Das ist für uns der größte Profit, weil man dann weiterempfehlen kann, sich gegenseitig die Aufträge. Das ist das, was rauskommt. Das andere war ja bloß mit der Investition von uns, wird nichts rüberkommen. Das ist das, wo ich dann über längere Frist was rausziehen kann. Das ist unser Sinne. Das Geld selber, wo ich sage, ist natürlich auch wichtig, aber es ist nicht der Hauptgrund gewesen. Sowas, das ist der wahre Gewinn für uns. Solche Leute und dort dann was aufziehen für spätere Zeiten, spätere Projekte. Danke. Bitteschön. Gerne.